Welcher Schlauch soll es werden? Da kommt man ja hervorragend an. So, das waren die beiden Schrauben. Dann löse ich den hier noch und diese Klammer. Da ist das Rohr schon mal. So, hier ist das Teil. Das ist der Ansaugschlauch 6E0129654F. Das Teil gibt es nicht mehr bei VW, sondern nur noch bei Classic Parts für 100 Euro. Was echt verrückt ist. Mal gucken, ob es reicht, nur diese Dichtung zu tauschen. Die hat ja 6 Euro gekostet. Die sitzt hier drin. Die sieht auch schon relativ platt aus. Was mich aber eigentlich auch wundert, weil das irgendwie auch eine andere Form hat. Alte Dichtung, neue Dichtung. Ja, viel sauber zu machen gibt es jetzt hier nicht. Der Rand ist schön sauber, wo es rüberkommt. Dann kommt die neue Dichtung da jetzt rein. Und dann gucken wir mal. Das müssen wir natürlich im Auto nochmal sauber machen. Man sieht auf jeden Fall an der alten Dichtung, dass die dann schon geplättet war irgendwie, ne? Aber nicht unbedingt rissig oder so. Aber relativ hart ist sie. Tja. Gut. Neue sitzt. Ab zum Auto. Wir setzen den nochmal ein, gucken, ob es Abhilfe schafft. Optimal sitzt das da jetzt nicht drauf. Weiß nicht. Wahrscheinlich muss es doch ganz drauf. Es liegt auch schon an den Schrauben an. Vielleicht ist das einfach das Stück, was sich das schon geschrumpft hat. Ne? Na, ich werde jetzt hier oben nochmal reinmachen. Und dann unten die Schrauben wieder rein.
Löffel.